So, hallo und herzlichen guten Morgen. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber ich sage es einfach. Kann man herzlich guten Morgen sagen, Rai? Es hört sich zumindest sehr nett an, ja. Es ist Ja, ungewöhnlich, ja. was sagt man, ich erfinde am laufenden Band neue Sprüche und Ja, Aussagen, genau. aber es ist sehr sympathisch. Ja, das sagen mir viele. Du bist sehr sympathisch, Reinhard, und deswegen wollte ich dich unbedingt einladen für diejenigen, die heute live dabei sind oder auch später in der Aufzeichnung schauen. Ich spreche heute mit Rai Baumeister. Das ist dieser gut aussehende Herr zu meiner, ich glaube, linken Seite mit dem orangenen Hintergrund, falls du es übersehen hast. Mein Name ist Shalia Stevens und ich bin der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com. Und in dem heutigen Video sprechen wir über einfache Lead-Generierung mit Facebook-Anzeigen. Und zwar im Rahmen der Simple Business Serie. Ich bin seit einigen Wochen in Live-Facebook-Kontext unterwegs und rede über, wie man viel, viel, viel einfacher sein Business führen kann. Mit einem einfachen Businessmodell, mit einfachem Marketing, mit der Luftlinie zur Kundengewinnung, sodass man einfach mehr Zeit für sich hat, mehr Zeit weg von seinem Rechner verbringt und mehr Zeit mit seiner Familie und seine Leidenschaften verbringen kann und nicht ständig mit komplexen Strategien am Rechner hängt die ganze Zeit. Und Rai wird uns dazu verhelfen heute. Rai, magst du dich kurz vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen? Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich finde auch das Thema Simple Business sehr passend, weil ich mich ja mit Facebook Ads beschäftige und dazu gleich mehr, aber Facebook Ads oft diesen komplexen Eindruck hinterlässt bei vielen, ja. Aber kurz zu mir. Also ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit Facebook-Anzeigen. Also wirklich nur Anzeigen, kein organisches Facebook. Sagen immer dann, wenn Geld ausgegeben wird, dann bin ich dabei. Und ich unterstütze Unternehmer und Selbstständige letzten Endes damit, mit Facebook-Anzeigen mehr Neukunden oder mehr Umsatz zu generieren. Und der Fokus liegt auf Coaches, Experten, Consultants. Insofern wahrscheinlich zum Großteil deine Zielgruppe. Eine absolut gute Abdeckung von der Zielgruppe. Wir sind absolut komplementär unterwegs, wenn man so will. Das Ja. passt wunderbar. Ja, das heißt, Leute, liebe Solopreneure, wir haben hier eine echte Experte, der sich auf Facebook-Anzeigen fokussiert. Und vielleicht haben wir am Ende noch Zeit für Fragen. Ich schau mal, wer schon dabei ist. Der Gordon sagt Hallo. Hi, Gordon, grüß dich. Gordon Schönwälder, schön, dass du da bist. Katharina, guten Morgen. Ursula sagt Hallo zusammen. Manuela, hi, guten Morgen. Wir haben eh gleich ein Gespräch zusammen nach dem Interview. Schön, dass ihr euch meldet. Dann können wir sehen, wer da ist heute früh. So, also, wo habe ich Rai kennengelernt? Also, ich habe gedacht, ich sage das vorweg. Ich hatte über einige Jahre hinweg, Rai, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, immer wieder von Leuten gehört, ah, Rai ist bei uns in der Mastermind-Gruppe und Rai macht das und Rai macht jenes. Und ich habe gedacht, wer ist denn dieser Rai überhaupt? Ich habe dann Rai persönlich kennengelernt auf dem Inspicon. Ich glaube, es war in Bonn oder für nicht so lange Zeit. Ja, im Herbst, glaube ich, ja. Genau. Und wer InspiCamp nicht kennt, das ist von Marit Alke und Katrin Linsbach. Und da gibt man so Sessions in diesem Camp-Format. Und Rai hat einige Sessions gehalten, natürlich zu seinem Thema Facebook-Anzeigen. Und mein Eindruck von Rai ist, dass er so ehrlich, so authentisch, so bodenständig ist und so einfach die Dinge erklärt, sodass man das wirklich gut verstehen kann. Also das ist das, was mir in der Sessions quasi aufgefallen ist. Und dann haben wir uns in den Pausen für Kaffee ja ein bisschen gequatscht und alles. Und ich hatte einfach einen guten Eindruck. Und ich arbeite persönlich mit Reis sehr bald. Ich glaube, ab März beginnen wir gemeinsam. Und ja, also er ist für mich eine sehr vertrauenswürdige Person. Und Mein Gott, so viel Lob. ja, kannst du das aushalten, Rai? es fällt mir schwer, aber ich halte durch. Sehr gut. So, nur dass ihr wisst, also ich bin da sehr wählerisch, mit wem ich spreche. Und da haben wir wirklich ein guter Mensch vor uns, ein herzgetriebener Unternehmer. Und ich wollte auch zu Beginn ein wenig über meine persönliche Geschichte mit Facebook-Anzeigen erklären. Weil
ich weiß nicht, ist es mir auch sowieso wichtig, nicht durch die Welt zu gehen und zu behaupten, ich weiß alles über Marketing und ich beherrsche jedes Ding, was damit zusammenhängt. Und tatsächlich sind Facebook-Anzeigen ein Bereich, die zu meinem Achillesferse, sagt man auf Deutsch, oder? Oder Achillesferse. Ja. Ich weiß es auch nicht. Also es gehört nicht zu meinen größten Stärken, Facebook-Anzeigen zu bedienen. Und das, obwohl ich wirklich von den Besten auf dem Markt gelernt habe. Ich habe Kurse gemacht bei Amy Porterfield, bei Katrin Hill. Ich habe Facebook-Experten reingeholt aus USA, aus Deutschland. Aber es war noch nie eine Sache, die ich gut konnte. Und nicht, weil ich nicht eine kompetente Person bin. Ich habe Mathe studiert. Ich habe früher, als ich eingestiegen bin in meine erste Tätigkeit, in der Agentur auch selber programmiert. Ich kann verschiedene Programmsprachen, also Computerprogrammsprachen. Ich habe lange Jahre zusammengearbeitet, sehr eng mit Tracking-Abteilungen in Agenturen, wo es wirklich um diese Anzeigen ging, also damals nicht bei Facebook, sondern auf verschiedenste große Plattformen wie AOL und Spiegel und was weiß ich. Und ich weiß alles über die Statistiken und wie man das Zielgruppentargeting macht. Also das ist mir bestens bekannt. Und doch, wenn es jedes Mal, wenn ich versuche, das bei mir anzuwenden, läuft es irgendwie schief. Und ich habe eine große Frustration entwickelt. Und ein Teil davon war für mich, vieles, was gelehrt wird, ist einfach komplex. Und das Ziel des heutigen Gesprächs, jedenfalls mein Ziel, und ich denke, Reis Ziel ist es genauso, ist, dass wir eine Strategie präsentieren, die einfach ist, dass wir die Komplexität rausziehen aus der Sache und dass wir eine Vorgehensweise zeigen, die auch für Beziehungsmenschen leicht umzusetzen sind. Und Reif, vielleicht weiß ich nicht, wie deine Kunden ticken, aber wenn du mit Coaches, Trainer, Berater, Consultants zusammenarbeitest, das sind Beziehungsmenschen, die sind sehr, sehr gut in der Umgang mit anderen, die sind wahnsinnig empathisch, sie können gut zuhören, aber vielleicht sind irgendwelche komplexe Strategien für Facebook-Anzeigen einfach nicht ihr Ding. Wie hast du das erlebt mit deinen Kunden bisher? Ja, also definitiv, sage ich, kann ja zu 100% zustimmen. Das sind ja alles Menschen, die in der Regel sehr erfolgreich sind mit ihrem Business, off oder online, egal wie, aber die natürlich nicht den Fokus haben, jetzt Facebook-Anzeigen zu schalten, ja, und sich im Facebook-Ads-Manager durchzuklicken und was weiß ich was, Sachen einzustellen. Also die haben einen ganz anderen Fokus und die wollen ja auch, sag ich mal, schnell Resultate bekommen und jetzt kein Facebook-Ads-Experte oder Stipendium oder Zertifikat bekommen, ja. Und deswegen beschränke ich mich dann auch wirklich auf die, also Facebook hat eine Million Features, ich beschränke mich dann auf die paar Features, mit denen man eben schnell Ergebnisse erzielt, um auch schnell Erfolgserlebnisse zu bekommen. Ja, und dann macht es den Leuten auch Spaß und dann steigen sie ein und probieren rum und verlieren auch diese Angst vor diesem Ads Manager und vor diesen ganzen Einstellungen und so weiter. Und so funktioniert es dann eigentlich recht gut. Ja, und die Leute haben dann, ja, entwickeln Spaß an der Sache. Ja. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig und das wollen wir auch mit erreichen heute in diesem Gespräch, dass der Spaß steigt und ich schau mal, wer noch da ist. Also die Manuela Ito Lodl, oh, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Entschuldigung, Manuela ist da, die Rahel, grüß dich Rahel, Astrid ist dabei. Wie geht's euch? Was sind eure Erfahrungen aus der Vergangenheit mit Facebook-Anzeigen? Schreib uns das im Kommentarbereich, wenn du das mit uns teilen möchtest. Und wir gehen vielleicht später noch ein bisschen drauf ein. Also kannst du dich damit identifizieren, mit dieser fehlende Spaß, mit dieser zu hohe Komplexität? Und Rai, was ich höre von vielen, also von Kollegen, von Kunden, Kundinnen, ist, dass sie sagen, okay, ich beherrsche diese Facebook-Anzeigen nicht wirklich. Andererseits erkenne ich, dass Facebook ein sehr hohes Potenzial darstellt, um meine potenzielle Zielgruppe zu erreichen. Mhm. Magst du ein paar Worte verlieren über das Potenzial und warum es für deine Kunden attraktiv ist, das Medium? Ja, gerne kann ich machen. Also, wie fange ich an? Vorneweg, wenn ich als Solopreneur unterwegs bin, ja, dann habe ich, sage ich mal, verschiedene Marketingkanäle. Also sagen, das Beste sind natürlich Empfehlungen, ja, Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber wenn man das ausgereizt hat, dann könnte man theoretisch jetzt Content-Marketing machen, indem man Blogposts schreibt oder auf Social Media aktiv ist, ja. Aber das kostet dann plötzlich relativ
schnell relativ viel Zeit. Also ich meine, wahrscheinlich hast du auch selbst schon Blogposts geschrieben. Das dauert ewig und dann kriegst du nachher 10 Klicks und naja, also ich mache es trotzdem, aber sozusagen es ist sehr limitiert, ja. Und dann der nächste Schritt ist letzten Endes Geld auszugeben für Anzeigen. Und was habe ich für Optionen? Also gut, früher gab es Sachen wie, keine Ahnung, Radio, Zeitung, Zeitschriften. Das ist aber alles deutlich teurer als Facebook-Anzeigen. Ja, mhm. Facebook-Anzeigen sind im Verhältnis, wenn du Anzeigenbudget investieren möchtest, deutlich günstiger. Und das sieht man dann auch letzten Endes im Quartalsergebnis bei Facebook. Ich glaube, im letzten Quartal haben sie 10 Milliarden Umsatz gemacht im Quartal. Und sozusagen, es wächst beständig, sozusagen, ich erspare die Details. Aber da sieht man, dass sozusagen sehr viele so denken, ja, dass man auf dieser Plattform Werbung machen sollte und es werden auch immer mehr Werbetreibende. Also, um es abzukürzen, in dem Moment, wo ich Experte bin und über mein persönliches Netzwerk hinaus schneller wachsen möchte, dann ist für mich sozusagen, also ich sage sowieso, ja, ich glaube es auch wirklich, gibt es eigentlich keine Alternative zu Facebook-Anzeigen, ja. Okay, also das glaube ich nicht ganz, weil wir haben vor letzte Woche mit Svante Gebauer geredet über ihr Konzept mit den Online-Kongressen. Natürlich kann man, anstatt Geld auszugeben, viel Zeit investieren in Beziehungsaufbau zu Kooperationspartnern, zu strategischen Partnern. Man kann die Reichweite anderer nutzen in verschiedenen Kontexten wie ein Online-Kongress. Das ist die andere Seite. Also entweder ja, man ein aber das sagte ich auch. Also ja. Aktiv sein auf Social Media und Blogposts schreiben, das kannst du natürlich auch machen. Aber das, wie du schon gesagt hast, das kostet natürlich dann Zeit. Ja, und du musst halt dann abwägen, wie viel Zeit du hast und investieren möchtest, versus ab wann du sagst, jetzt habe ich keine Zeit mehr, jetzt möchte ich es genau. Mhm. Ich meinte nur, wie du aus der Reichweite deines eigenen Netzwerks hinauskommst, zum Beispiel mit einem Online-Kongress an die Reichweite von anderen Leuten, ihr Netzwerke. Ja. Genau. Und absolut richtig. Also entweder du investierst Zeit oder Geld oder eine Mischung davon. Heute reden wir einfach, wenn du Geld in die Hand nehmen möchtest und du in Facebook-Anzeigen investieren möchtest. Und wir schauen mal, ob wir Erfahrungsberichte haben. Katharina hat geschrieben, ich finde die Komplexität in die Technik nicht so schwierig. Was bisher noch nicht so gut geklappt hat, ist die richtige Auswahl der Kundenansprache für sie. Meinen E-Mail-Leitfaden gehen oder bleiben haben immer weniger abonniert. Da frage ich mich, was ich falsch gemacht habe. Okay, sehr interessant. Mhm. Die Reihe schreibt, ich habe mich dem Thema schon mehrmals genähert, aber noch nie selber umgesetzt. Spaß und nicht zu technisch klingt sehr gut. Ja. Manuela schreibt, manchmal funktioniert es wirklich gut, manchmal habe ich das Gefühl, es ist rausgeschmissenes Geld. Mhm. Gut. Hast du dazu was zu sagen, Reihe, oder können wir weitergehen? Ja, also das kann ich alles sehr gut nachvollziehen und sozusagen die drei sind nicht alleine, ja, sozusagen, das höre ich sozusagen auch regelmäßig, dass man entweder sozusagen Zufallsergebnisse hat, mal läuft's nicht, dann ist es wie so ein bisschen wie Roulette spielen, ja, oder es läuft gar nicht. Oder was auch sehr oft der Fall ist, dass eine Kampagne am Anfang läuft und dann plötzlich nicht mehr läuft, ja. Und da gibt es aber auch gute Gründe dafür. Ich kann sie vielleicht kurz erklären, um jetzt in die Details einzusteigen. Ja. Es gibt verschiedene Gründe, wie so eine Kampagne irgendwann nicht mehr läuft. Entweder ist Facebook der Meinung, also sagen der Algorithmus, dass die Kampagne einfach nicht gut performt, ja, im Sinne von Klicks oder Feedback der User. Und dann wird einfach die Reichweite eingeschränkt, ja, und dann bekomme ich es einfach nicht mehr ausgeliefert. Also selbst wenn ich mir Geld ausgeben möchte, ich kriege es einfach nicht raus zu den Leuten, ja. Das ist ein Grund. Und ein anderer Grund ist einfach, was auch sein könnte, dass die Anzeige in der Zielgruppe schon zu oft gesehen wurde und dann einfach die Leute sozusagen abstumpfen. Und wenn ich schon 10-mal gesehen habe, mein Gott, dann klicke ich halt nicht mehr drauf, ja. Also das sind zwei Hauptgründe, wie so eine Kampagne irgendwann nicht mehr läuft. Okay, ja. Okay. Sehr interessant. Und vielleicht die nächste Frage, wo wir ein bisschen was abfragen können, Rai, während wir zum nächsten übergehen, ist, wie steht es bei euch, die gerade zuhören? Also bist du eher bereit, Zeit zu investieren, zum Beispiel in organische Facebook-Reichweite, im Blog schreiben, in Netzwerk aufbauen mit anderen Kooperationspartnern? Oder bist du bereit, jetzt Geld in die Hand zu nehmen für Facebook-Anzeigen oder Mischung davon? Lass uns das wissen und wir kommen auf dem zurück.
So, jetzt, wir wollen erstmal abchecken, ob du heute überhaupt richtig bist. Und die Frage, die ich gerade gestellt habe, wird das ein bisschen schon beantworten für uns. Aber wovon wir ausgehen im heutigen Interview ist folgendes. Wir gehen schon davon aus, dass du Facebook nutzen möchtest als Kanal, um dich selbst zu vermarkten. Und wahrscheinlich, wenn du ein Beziehungsmensch bist, willst du eine Community aufbauen von Interessenten. Das heißt, Menschen, die um dein Thema herum sich versammeln und sich da überhaupt dafür interessieren, was du zu sagen hast und das, was du anzubieten hast. Wahrscheinlich willst du dich als Experte oder Expertin positionieren, indem du auftauchst mit eben Facebook Lives, wie wir heute machen, um zu zeigen, was du kannst und um vor allem diesen Kennen-Mögen-Vertrauen-Effekt aufzubauen, worüber ich ganz viel rede. Und vor kurzem hat eine andere tolle Facebook-Marketing-Expertin, die Claire Oberwinter, die sich eher mit diesem organischen Bereich von Facebook fokussiert, hat in einem ihrer E-Newsletter geschrieben, es geht aus ihrer Sicht mit dem, was sie tut, um Vertrauensmarketing. Also das heißt wirklich einfach ganz, ganz viel Vertrauen aufbauen innerhalb von deiner Zielgruppe, bevor du kommst und sie einlädst zu einer Zusammenarbeit, bevor du denen sagst, was du zum Verkaufen hast und deine Angebote einpreist. Also wahrscheinlich bist du dabei, hier diesen Kennen-Mögen-Vertrauen-Effekt aufzubauen. Und natürlich willst du auch im Nachgang auf deine Dienstleistungen, deine Angebote aufmerksam machen. Du machst das ja natürlich nicht umsonst, sondern du hast ein Business und du möchtest das aufbauen. Und wenn du noch nicht Facebook zu diesen Zwecken nutzt, dann bist du trotzdem noch hier richtig, wenn du darüber gerade nachdenkst, das noch verstärkt zu tun. Okay. Right. Ich habe es gerade angesprochen vorhin, oder beziehungsweise wir haben einen Vorteil von Facebook-Anzeigen beschrieben, nämlich du schaffst es schlagartig aus deinem eigenen kleinen Netzwerkkreis rauszukommen in die größere, weite Welt und andere Leute anzusprechen, ja. die du vielleicht sonst nicht erreicht hättest. Was gibt es sonst noch für Vorteile von Facebook-Anzeigen? Vielleicht erkläre ich mal, welche prinzipiellen Möglichkeiten ich mit Facebook-Anzeigen habe. Und wahrscheinlich vergesse ich einige, aber das sind, sagen wir mal, die drei wichtigsten. Also wenn du dir so ein Trichter oder so einen Funnel vorstellst, ja, dann kannst du dir oben den Bereich Awareness, was heißt Awareness auf Deutsch, also im Prinzip Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit vorstellen, ja. Da spreche ich Personen an, die noch nie von mir gehört haben, ja, also sagen, wie du sagst, sagen, ich gehe raus, also Cold Traffic, ja, ist ein Fachbegriff dafür. Und das geht mit Facebook-Anzeigen sehr gut. Und das würde ich dann im Prinzip, da würde ich dann aber nicht, wie man es klassisch sieht, auf einen Lead-Magneten hinweisen, darauf können wir dann später noch eingehen, sondern im Prinzip liefere ich einfach guten Inhalt. Ja. Ich bewerbe einen Blogpost oder einen Podcast oder ein Facebook Live. Also letzten Endes dich als Person und deine Inhalte. Ja, und das Einzige, was du erreichen willst, also Stichwort auch zu Claire, ist Vertrauensaufbau. Ja, und ich sage, ich streue meinen Content, der mich ja vorher viel Zeit gekostet hat in der Erstellung, und nehme halt jetzt dann nochmal 50 Euro in die Hand und zeige den mehr Personen. Ja, ja. Das ist oben Awareness. Dann das Nächste, was die meisten kennen, ist Lead-Generierung. Ja, ich werde da schon konkreter in meiner Formulierung oder in meinen Anzeigen, und ich habe auch einen Call to Action in der Anzeige. Ja, also ich sage hier, ich habe meinen tollen 5 Schritte, was weiß ich was, Guide, ja, oder Podcast oder Videoserie, klicke hier, melde dich an, hinterlasse deine E-Mail-Adresse, bekommst mein Lead-Magneten. Das sind die klassischen Conversion-Kampagnen, und damit würde ich, wenn ich noch nie Anzeigen geschaltet habe, damit würde ich starten, weil ich sofort einen Return on Invest habe. Ja, also ich habe sofort Ergebnisse im Sinne von E-Mail-Adressen. Und dann das Letzte unten, das sind dann Kampagnen, also unten am Funnel oder an diesem Trichter sind dann Kampagnen, wo ich wirklich auf Sales, also auf Verkäufe abziele. Ja, da sage ich dann in der Anzeige, kaufe mein Produkt, melde dich an für mein Coaching, melde dich an für meinen Kurs, kaufe meinen Kurs, was auch immer. Und da spreche ich dann aber, damit das funktioniert, nur noch Personen an, die mich bereits kennen. Also wieder Stichwort Vertrauen, ja. Also ich spreche Personen an, die mich kennen, die vielleicht schon auf meiner E-Mail-Liste sind, die schon auf meiner Website waren, vielleicht schon Kunden waren. Und das sind dann meist Retargeting-Anzeigen. Also Retargeting heißt, ich spreche Leute an, mit denen ich schon Kontakt hatte. Mhm.
Und wenn du dir das so vorstellst, dann sozusagen je nachdem, wo die Person steht, ja, sozusagen in diesem Vertrauensaufbau noch unbekannt, mittelbekannt, ja, bekannt, schaltest du dann, kannst du verschiedene Anzeigen schalten oder verschiedene Kampagnen schalten und die übrigens auch gleichzeitig laufen lassen. Und so hast du dann im Prinzip den ganzen, ja, den ganzen Weg einer Person von sie kennt dich nicht bis zum Kunden abgedeckt mit den verschiedenen Kampagnenvarianten. Sehr schön. Also, ich habe das Bild dazu gemalt. Cool. Guck mal, ob du gut aufgepasst hast. Ja, fast alles. Ja, genau. Also, oben in mein Trichter Awareness, also einfach auf mich aufmerksam machen, zu meinen Inhalten hinzuführen. Zweitens, Leads generieren. Das heißt, die mir unbekannten Menschen, die meine Inhalte angeschaut haben, mir selbst bekannt machen, indem ich die E-Mail-Adresse und Namen hole für einen Exchange, also dass ich irgendwelchen Freebies zum Beispiel anbiete. Und dann, dass ich ein Retargeting mache an die Leute, die interessiert waren und denen dann ein Angebot machen. Und ich finde das, deswegen liebe ich dich, Rai, weil das ist so klar und so einfach erklärt. Also diese drei Schritte des Funnels. Und das heißt, du kannst mit Facebook-Anzeigen einsteigen an jedem Teil des Trichters. Und wahrscheinlich, je weniger du dich mit Facebook-Anzeigen auskennst, desto höher im Trichter fängst du an. Ich weiß, dass du gerade das mit Lead-Generierung gesagt hast. Kannst du das nochmal sagen, mit warum man in der Mitte anfangen würde? Ja, ich würde in der Mitte anfangen, weil du dann sofort Ergebnisse siehst. Ja, also weil du siehst oben bei Awareness siehst du auch Ergebnisse, aber sagen eher indirekt, nämlich du siehst Klicks auf deine Webseite oder wo du auch immer hinverweist und dann hast du aber noch keinen Umsatz gemacht oder noch keine E-Mail-Adresse generiert, ja. Und deswegen, aus dem Grund würde ich empfehlen, in der Mitte anzufangen, weil wenn du eine Conversion-Kampagne aufsetzt für Lead-Generierung, dann hast du sozusagen sofort Ergebnisse in der Hand, ja. Und gerade wenn du anfängst, sozusagen investierst du nicht ins Leere, sondern du weißt, aha, jetzt habe ich, keine Ahnung, 10 Euro investiert, habe so und so viele Leads, E-Mail-Adressen generiert, Haken passt, ja, oder passt nicht, weil es vielleicht zu teuer ist. Also du hast sofort dieses Feedback, ob die Kampagne funktioniert oder eben nicht funktioniert für dich, ja. Deswegen sage ich, der praktische Grund, da in der Mitte einzusteigen. Okay, sehr interessant. Und wahrscheinlich, wenn du eher fortgeschrittener Facebook-Anzeigen-Nutzer bist, dann wirst du wie ein Klavierspieler die ganze Palette auf und ab spielen für verschiedene Zwecke. Und dort kommen eher in Anführungszeichen komplexere Trichter, wo man vielleicht in Richtung Evergreen-Marketing führt und so weiter. Exakt, genau, Okay, so jetzt vielleicht mal eine Unterscheidung für diejenigen, die sich auch noch nicht so gut auskennen, ist organische Reichweite. Also können wir darüber kurz sprechen, weil viele wissen, okay, es gibt, ich kann Facebook kostenfrei nutzen und es hat mit organischen Reichweite zu tun. Und ich kann Geld im Budget investieren und diesen Trichter, was wir gerade angeschaut haben, da investieren, um verschiedene Ergebnisse zu erreichen. Kannst du ein bisschen Unterscheidung zum organischen Marketing sagen? Warum würde man überhaupt zum Beispiel auf Stufe 1 des Trichters in die Bewerbung seines Contents machen, wenn man das kostenfrei bekommt? Und was ist der Unterschied? Ja, da muss man jetzt auch so ein bisschen die Historie sehen. Also ich hätte vor 4 Jahren noch ganz anders geantwortet, als ich jetzt heute tue. Ja, vor 4 Jahren hast du im Prinzip auf deiner Seite gepostet, auf deiner Page und hast tolle Reichweite bekommen, hast fast alle deiner Fans erreicht. Und wie wahrscheinlich jeder unserer Zuhörer hier sozusagen leidvoll erfahren hat, ging das über die Jahre einfach immer weiter zurück. Also die Reichweite meiner Page, also auch meine, ja, ging einfach zurück. Also meine Fans wuchsen, aber prozentual die Reichweite der Fans, die ich erreiche, sozusagen wurde immer weniger. Und letztens gab es eine Statistik von socialmediatoday, glaube ich, .com. Und die haben gesagt, dass die durchschnittliche Reichweite der Facebook-Pages auf Facebook jetzt bei 3% liegt. Ja. Also 3% deiner Fans im Schnitt erreichst du jetzt. Es gibt sicherlich Ausnahmen, die, keine Ahnung, immer noch 50% erreichen, weiß ich nicht. Aber im Schnitt sind es eben die 3%. Und das führt einfach dazu, dass es einfach, naja, es ist wieder die Abwägung Zeit-Invest versus sozusagen, was kommt raus. Wenn ich fleißig poste auf meiner Page und es einfach keiner mehr sieht, naja gut, dann also irgendwann überlege ich mir dann, ob ich es noch mache. Ja. Und das kann aber jeder für sich selbst entscheiden. Ich meine, guck einfach auf deine Facebook-Seite, du hast gepostet, schau mal, wie viel du erreichst. Ja.
Und dann das Schöne ist, dann kannst du es dir ausrechnen. Ja, also ich weiß ja, wenn ich eine Anzeige schalten würde als Alternative, weiß ich, mein 1000er Kontaktpreis, den Begriff kennst du ja, der liegt je nachdem, sagen wir mal bei 20 Euro. Ja, es kostet mich 20 Euro, wenn ich Anzeigen schalte, 1000 Personen zu erreichen. Mhm. So, und jetzt sozusagen, jetzt weißt du, wenn ich 1000 Personen erreichen möchte, zahle ich 20 Euro. Jetzt kann ich mir überlegen, wie viel Zeit ich in meine Posts investiere. Ja, ich poste irgendwas, erreiche da vielleicht 1000 Euro, dann habe ich mir sozusagen gerade 20 Euro gespart. Ja, wenn ich aber nur 500 erreiche, dann habe ich mir 10 Euro gespart. Und irgendwann sage ich mir dann, naja, also jetzt mache ich lieber was anderes, jetzt lohnt sich einfach nicht mehr. Also so kann ich es für mich einfach gut abwägen, bis wohin es sich lohnt, organisch zu posten, also kostenlos, und ab wann ich sagen muss, jetzt ist einfach, mein Zeitinvest steht nicht mehr im Verhältnis. Okay, das bringt mich zu der nächsten Fragestellung, und das ist eigentlich so in Richtung, ja genau, ab wann lohnt es sich eben diesen Switch zu machen? Und du hast das gerade aus der statistischen Perspektive gesehen, und ich versuche das jetzt aus meiner Sicht ein bisschen einfacher noch zu gestalten. Und das hat eine Mentorin von mir mal gesagt, und das hat mir sehr geholfen. Und zwar, stell dir vor, du bist in deinem Businessaufbau und du kommst vielleicht am Start in deine Selbstständigkeit mit nicht besonders viel Kapital oder sogar vielleicht gar kein Kapital. Und du möchtest wirklich so dieses Bootstrapping machen und alles einfach, indem du Schweiß und Blut und Zeit investierst, das Ganze hochziehen, also von den Stiefeln her. Und da würde ich sagen, eine einfache Art und Weise ist, ich schreibe es hier auf und ich lese gleich die Kommentare. So, ich werde das gleich entlüften, das Geheimnis. Aber bevor ich das tue, schaue ich, was die Leute auf unsere Frage geantwortet haben. Hier schreibt, okay, die Ursula hat gesagt, sie gibt lieber Geld aus auf Facebook. Die Katharina hat geschrieben, ich gebe gerne Geld aus für Marketing, wenn es sich lohnt. Klar. Rahel schreibt, eine Mischung davon spricht mich an. Mich auch, Rahel, auf jeden Fall. Ich mag gerne beides. Ja. Janette schreibt, im Moment investiere ich lieber Zeit, weil ich Angst davor habe, zu viel Geld zu verbrennen durch Unwissenheit in diesem Bereich. Sehr, sehr klug, Janette. Ist auch ein guter Grund, das so zu Hand zu haben. Und Manuela schreibt, ich mache beides, wenn ich das Gefühl habe, ich habe etwas wirklich Gutes zu bieten, dann will ich, dass das möglichst viele Leute sehen, und dann bin ich auch bereit, Geld dafür auszugeben. Macht Sinn, ja. Okay, so. So, seid ihr bereit, das zu sehen, was meine Mentorin gesagt hat? Ich bin bereit, ja. Du bist bereit, nein. Sie hat immer gesagt, wenn du mehr Zeit hast als Kunden, dann ganz klar, investiere kein Geld, nimm das noch nicht in die Hand. Du hast viel Zeit. Investiere in diese Postings, investiere in den Aufbau von Beziehungen zu Kooperationspartnern und so weiter und so fort. Ab dem Zeitpunkt, wo du die Linie überquerst und du hast mehr Kunden als Zeit, dann ist es natürlich ein guter Zeitpunkt, Geld in die Hand zu nehmen. Egal, ob das heißt für einen virtuellen Assistenten, der dich unterstützt, ob das Outsourcing-Themen sind, ob das Anzeigen-Themen sind. Es ist einfach so eine magische Grenze, die dann passiert. Wie findest du dieses einfache Modell rein? Ja, finde ich sehr gut, finde ich nachvollziehbar. Ich würde es noch ergänzen, und zwar, du kannst Facebook-Ads auch nutzen, und es hängt ja immer vom Budget ab. Ja, gebe ich jetzt am Tag 1 Euro aus oder 1000 Euro? Insofern, es ist ja nicht schwarz-weiß, ja, nein, sondern wie viel Budget habe ich zur Verfügung? Aber du kannst Facebook auch sehr gut nutzen, um rauszufinden, wenn du ganz am Anfang stehst, ja, ob du mit deiner Idee überhaupt richtig liegst, ja, also Marktforschung betreiben. Also ich meine, du kannst einerseits deinen Freundeskreis befragen oder im Einkaufszentrum die Leute, also sagen, aufhalten, habe ich auch schon gemacht. Ja, das habe ich alles schon hinter mir. Ja. Oder du sagst, keine Ahnung, ich glaube, das ist mein Thema, ja, und jetzt biete ich dafür von mir aus ein Webinar an und bewerbe das. Ja, und gucke einfach, ob sich Leute anmelden oder nicht. Ja, also sagen,
Also ganz früh habe ich, und natürlich mit wenig Budget ist logisch, ja, aber ich habe auch ganz früh in der Marktforschung schon die Möglichkeit, mit Facebook-Anzeigen sozusagen anzufangen. Ja. Und natürlich im Moment, wo ich mein Produkt, wo ich sage, okay, es gibt Nachfrage, ich bin mir sicher, ja, dann kann ich, je nachdem, was ich am Budget zur Verfügung habe, klein anfangen und je schneller mein Business wächst, natürlich das Budget dann allmählich erhöhen. Ja. Sehr gut. Ich bin froh, dass du das ergänzt hast, Rai, weil es gibt natürlich die Möglichkeit, 1 Euro am Tag zu investieren, 5 Euro am Tag 10. Also man kann auch klein anfangen, wenn man wirklich mit einem kleinen Budget beginnt. Ja. Okay, gut. So kommen wir der Sache näher, Leute. Und ich stelle noch, bevor wir in das eigentliche Thema, aber eigentlich ist das eigentliche Thema noch gar nicht angerissen, nämlich die Strategie, die ich heute vorstellen möchte. Ich habe noch eine Frage, weil ich höre sie sehr häufig von meinen Kunden, und zwar, die geht in die Richtung, viele meiner Kunden sprechen nicht nur Privatzahler an, als Coach, als Trainer, Berater, sondern sie haben auch mit Firmenkunden zu tun, sie wollen Geschäftsführer erreichen, sie wollen Personaler oder andere Entscheider im HR-Bereich erreichen oder in anderen Abteilungen Entscheider erreichen. Und sie fragen sich natürlich, soll ich Geld in die Hand nehmen für Facebook-Anzeigen, wenn ich eine Firmenkundenzielgruppe habe, oder soll ich lieber gleich auf Xing, LinkedIn, Google Ads gehen? Also sind die Firmenkunden überhaupt auf Facebook? Und wie kriegt man das hin, sie zu erreichen, wenn sie da sind? Ja, also die Frage, die habe ich natürlich auch oft. Und das hängt jetzt davon ab. Also prinzipiell sind sie auf Facebook, sag mal, das kann man vereinfachen, die Antwort. Ja, es sind täglich, also jeden Tag, also die Personen sind täglich, die täglich auf Facebook sind, so muss ich es formulieren, sind momentan 1,3 Milliarden oder 1,4 Milliarden. Das heißt, in Deutschland sind es 30 Millionen. Also um es vereinfacht zu beantworten, mehr oder weniger jeder ist auf Facebook. Es ist natürlich die Frage, erreiche ich diese Personen, ja? Weil ich will ja nicht jeden ansprechen, sondern ich will ja meinen Geschäftsführer ansprechen. Und da muss ich ganz offen sagen, ab einem gewissen Punkt erreichst du die Personen nicht mehr. Oder was heißt, du findest sie nicht mehr. Also ich hatte letztens eine Kundin, die wollte Geschäftsführer von Skischulen ansprechen. Ja, und also das funktioniert einfach nicht mehr, das ist zu speziell, ja. Also ich sage, wie erreiche ich die oder wie finde ich die Person prinzipiell? Einerseits übers Targeting, ja, indem ich Begriffe auswähle. Und da muss ich mir überlegen, über welche Begriffe, sage ich mal, kann ich diese von mir aus diese Geschäftsführer erreichen? Ja? Lesen diese Geschäftsführer bestimmte Magazine? Also ich kann ja, ich meine, ich kann natürlich zum einen Geschäftsführer targeten, das geht auch. Das funktioniert zu einem gewissen Grad, aber dann würde ich wahrscheinlich das Manager-Magazin als Targeting verwenden oder ich kenne keine Ahnung, was die Leute lesen, ja, oder sie gehen auf Messen oder Kongresse, ja, und ich würde dann eben diese Messen, diese Kongresse, diese Veranstaltungen targeten, wo sich typischerweise eben dann Personaler oder Geschäftsführer treffen. Das ist dann der eine Weg, um diese Personen zu finden, und der andere ist, und man sollte beides kombinieren, indem ich es einfach in meiner Anzeige ganz klar mache, indem ich schreibe, hey, liebe Personaler, also mehr oder weniger, ja. Und das heißt, diejenigen, die klicken, per Definition, wenn sie sich nicht verklickt haben, sind dann eben Personaler. Also so kann ich es dann, kann ich die Person dann trotzdem erreichen, ja. Aber wie gesagt, wenn es dann zu nischig wird, Geschäftsführer von Skischulen, dann würde ich wahrscheinlich dann doch auf LinkedIn gehen oder ich weiß es nicht, ja. Okay, sehr klar. Das heißt, da kann man eine Kombination aus Targeting und eine Kombination aus direkter Ansprache von der Person. Ja. Das ist überhaupt ganz wichtig. Ich nenne das immer so dieses semantische Match. Also, dass wenn du Coaches ansprichst, sag, hey Coach, bist du dafür interessiert? Ja. Oder hey Personaler, bist du dafür interessiert? Und das tun viele nicht. Sie gehen zu schwammig vor und versuchen das irgendwie herumzusagen durch die Blume. Da kann man echt direkt den Begriff wählen, wo die Person sich selber mit dem Begriff identifiziert. Ja. Und es hilft mir dann auch später in meiner ganzen Funnel. Ja, dann kann ich auch in den E-Mails, die ja dann im Anschluss kommen, wenn sich derjenige angemeldet hat, kann ich ja auch wieder sagen, muss ich nicht sagen, hey Personaler, aber ich kann ja dann in den E-Mails direkt die Themen ansprechen, die halt ein Personaler typischerweise interessieren. Und derjenige fühlt sich dann angesprochen, fühlt sich verstanden und konvertiert dann natürlich eher, als wenn ich zu allgemein, zu schwammig bleibe.
Okay, sehr gut. Okay, wir gehen gleich zielgerichtet in Richtung Reisstrategie. Aber bevor wir das tun, schaue ich hier, was ich gelesen habe. Okay, also wir haben eine Blume bekommen von Angela Cooper. Vielen Dank, Angela. Eine Blume. Wow. Blume haben wir. Gestern ist nicht heute Valentinstag? Nee, gestern war es. Gestern war Valentinstag. Die Brigitte schreibt, hallo Brigitte übrigens, ich habe schon für meine Webinare Facebook-Ads geschaltet. Dafür habe ich Likes bekommen, aber keine Anmeldungen. Und das könnte daran liegen, dass die Zielgruppe das nicht will, also das Webinar-Thema nicht spannend fand. Es kann aber an anderen Faktoren liegen, dass sie nur Likes bekommen hast. Was sind andere Faktoren in dem Zusammenhang? Also wenn es jetzt ganz viele, ich weiß nicht, ob das jetzt 3 Likes waren oder ob wenn es ganz viele waren, falls letzteres der Fall ist, würde ich darauf tippen, dass du vielleicht dass sie das falsche Kampagnenziel gewählt hat. Dass sie, also am Anfang einer Facebook-Kampagne wähle ich ja das Kampagnenziel aus und dann kann ich auch verschiedene Ziele optimieren. Eins davon ist Likes. Dann bekomme ich eben viele Likes im Verhältnis oder ich optimiere eben auf Conversions und dann bekomme ich also im Verhältnis immer mehr Conversions oder Leads, also oder E-Mail-Adressen, ja. Vielleicht war es einfach das falsche Kampagnenziel. Okay, gut zu wissen. Ursula schreibt, danke für die Frage. Die genaue Frage stellt sie sich auch wegen den Firmenkunden ansprechen. Katharina fragt, also wenn sie Firmenkunden ansprechen möchte mit ihrer Anzeigen, welche andere Kanäle empfehlen wir alternativ? Also wir haben das eigentlich gesagt, gell? Xing, LinkedIn, das sind so die eher Business-Plattformen. Ja. Man kann auch noch Adressen einkaufen, also ganz klassisch bei Adressbrokern. Wie heißen die? Einfach mal Adressbroker in Google eingeben, ja, oder Adressen kaufen, Google eingeben, dann poppen die. Schober, genau, Schober ist einer dieser Anbieter. Da kann man im Prinzip dann auch Postkarten verschicken an diese Personen. Super. Raya schreibt, sind Geschäftsleute denn auch empfänglich für Geschäftliches, wenn sie privat auf Facebook surfen? Ja, also auf alle Fälle, ja. Das vermischt sich ja alles auf dieser Plattform, ja. Aber was man vielleicht noch dazu sagen muss, wo man aufpassen muss, was ich jetzt nicht machen würde, dass ich diesen und das passt auch zu diesem Trichter von vorher. Ich würde nicht jetzt sagen, kalt den Leuten irgendwas anbieten, also ein Offer machen, kaufe mein Ding, ja. Das kommt schlecht oder das funktioniert auch einfach nicht, ja, weil die Leute sozusagen tendenziell in der Tat ja auf dieser Plattform sind, um sich entertainen zu lassen und zu sehen, was Freunde, Familie und so weiter machen. Also wenn ich jetzt da sagen aus dem Nichts komme und ein Angebot anbiete, dann funktioniert es nicht. Was aber schon funktioniert, dass ich im Prinzip diese Awareness aufbaue, ja, indem ich sage, wer ich bin, was ich mache und dann sozusagen hinführe zu magst du mein kostenloses Freebie downloaden mit meinen kostenlosen Inhalten, das funktioniert. Okay, sehr gut. Okay, also jetzt kommen wir in Richtung diesem mittleren Bereich des Trichters. Es geht jetzt gleich um Lead-Generierung und um diese einfache Strategie. Und wir machen heute ein bisschen länger als sonst. Normalerweise sind diese Interviews 30 Minuten in Reihe, aber ich wollte dich total ausfragen heute. weil ich glaube, das ist echt interessant für viele, was wir heute besprechen. Hat es euch bisher interessiert? Schreibt es uns hier im Kommentarbereich. Ich finde es total spannend. Ich könnte den ganzen Tag mit euch sprechen. Okay, wovon wir ausgehen bei der Vorstellung der Strategie, mit dem Rai gleich kommt, ist folgendes. Wir gehen davon aus, dass du ein sogenanntes Lead-Magnet bereits hast. Ein anderes Wort dafür ist Freebie, also etwas, was du kostenfrei hergibst, um im Austausch mit deinen Interessenten eine E-Mail-Adresse und einen Namen zu tauschen. Das kann ein E-Book sein, das kann ein Audiokurs, was auch immer dein Lead-Magnet ist. Und wir gehen davon aus, dass du eine Landingpage hast, das ist wirklich eine dafür vorgesehene Seite, wo dieser Tausch stattfindet. Und wir gehen außerdem davon aus, dass du qualitativ hochwertige Leads darüber über Facebook-Anzeigen generieren möchtest. Und was noch? Und natürlich, dass du eben, wie Rai gerade gesagt hast, dass du die Leute in deinen Trichter bringen möchtest, also nicht nur Awareness schaffen, sondern du möchtest die reinbringen in deine E-Mail-Adresse, sodass du im dauerhaften Kontakt mit denen auch bleiben kannst, sodass du top of mind bleiben kannst in Erinnerung, wenn sie das genau brauchen, was du anzubieten hast, nachdem das Vertrauen aufgebaut wurde.
Und ja, also wenn du das vorhast und wenn du diese Kriterien erfüllst momentan oder das demnächst tun wirst, dann wird das, was Raik direkt gleich sagen wird, für dich passend sein. Und wenn nicht, dann ist es ein Schritt zu früh. Okay, Raik, here we go. Mhm. Und was ich noch ergänzen möchte zu dieser tollen Liste, ist, dass diese Strategie auch vor allem mit wenig Budget umzusetzen ist. Ja, sagen wir haben uns im Vorfeld viel Gedanken gemacht, wir beide sagen, welche Strategie wir sinnvollerweise vorstellen. Und diese Strategie, da kannst du mit wenigen Euro am Tag starten. Mhm. Also, und vielleicht kennst du sie auch schon. Also, es ist relativ einfach. Also, was ich vorschlage und was ich eben hier diese Runde vorschlage, weil es wirklich einfach ist und wenig Geld kostet, ist im Prinzip Folgendes. Also in Schritt 1 gehst du, wie wir es gerade machen, auf deiner Facebook-Seite oder Facebook-Gruppe, egal wie, live, ja, mit Facebook live. Und lieferst gute Inhalte, ja, für 15, 30 Minuten, wie lange du auch immer möchtest. Du kannst am Schluss dieses Facebook Lives, wenn du möchtest, ist aber jetzt keine sozusagen Verpflichtung, kannst am Schluss ein Call to Action einbauen, also Call to Action meine ich, am Schluss forderst du zu irgendwas auf, so nach dem Motto, geh hier rüber zu meiner Webseite, lade dir mein Leadmagneten runter. Musst du aber nicht machen, das ist sozusagen rein optional. Das heißt, du gehst live, lieferst diese Inhalte und drückst dann auf Stopp. Ja? Und das Schöne, also sagen, das für sich genommen ist auch schon toll. Also wenn du es noch nicht gemacht hast, dann sagen, mach das auf alle Fälle. Da brauchst du noch nicht mehr anzeigen, weil wir kamen ja vorher auf das Thema organische Reichweite zur Sprache. Mit Facebook Live im Verhältnis erreichst du deutlich mehr Reichweite, weil Facebook das Thema einfach pusht. Ja? Wenn du live gehst, hast du mehr Reichweite, als wenn du einen Post oder ein Video postest. Ein weiterer optionaler Schritt ist jetzt noch, was du noch machen könntest, auch rein optional, dass du jetzt diesen Post, und das ist ja dann in dem Moment, wo du das Ding abgeschlossen hast, ist es ja ein Post, dass du diesen Post nochmal mit bisschen Anzeigenbudget boostest, ja, oder pusht und einfach nochmal ein paar Euro ausgibst, damit du noch mehr Reichweite bekommst für dieses Facebook Live. Ist aber auch optional. Sagen, jetzt kommen wir zum eigentlich coolen Part, und zwar, was jetzt passiert oder was du jetzt machen kannst, du hast jetzt die Möglichkeit, in deinem Facebook-Werbekonto die Personen auszuwählen, die dieses Video gesehen haben. Und du kannst definieren oder du kannst festlegen, haben sie 5 Sekunden gesehen, ich glaube 3 Sekunden, 25%, 50%, 75% und so weiter. Ja? Die kannst du sozusagen also rausspeichern. Ja? Und wenn du jetzt 30 Minuten guten Inhalt geliefert hast und jetzt die Personen abspeicherst, die mindestens, ich sag mal, 50% gesehen haben, die da also 15 Minuten zugesehen haben, dann sagen, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, ja, wenn die Leute sich 15 Minuten Zeit genommen haben, dass die an deinen Inhalt interessiert sind, dass die also aufgewärmt sind, dass sie dich toll finden oder zumindest interessant finden, ja, und das ist sozusagen eine sehr gute Zielgruppe im Verhältnis dazu, wenn du irgendjemanden sonst ansprechen würdest im großen, weiten Facebook-Universum. Und natürlich ist es im Verhältnis auch eine kleine Zielgruppe. Und diese kleine Zielgruppe, also die Personen, die Beispiel 50% deines Videos gesehen haben, denen kannst du jetzt eben ganz, also nur diesen ganz explizit eine Anzeige zeigen, also im Nachgang eine Anzeige schalten und denen jetzt in der Anzeige dann sagen, keine Ahnung, melde dich an für meinen Lead-Magneten letzten Endes oder ich will nicht sagen, kauf ein Produkt, das ist dann wieder zu schnell, aber einen Lead-Magnet kannst du auf alle Fälle anbieten. Ja? Und diese Strategie ist aus 2 Gründen zu empfehlen. Zum einen, sage ich mal, hast du dieses ganze Targeting-Problem nicht, ja? Weil die hast du ja rausgespeichert, also dieses ganze, ich muss überlegen, wo ich meine Geschäftsführer finde und so weiter, dieses ganze Thema hast du nicht, weil du hast es dir herausgespeichert, wer dein Video geguckt hat und natürlich sind es jetzt nicht 100.000 Leute, die du erreichen möchtest oder erreichen würdest, sondern es sind dann halt ein paar hundert, ein paar tausend. Und das erreichst du dann mit einem Tagesbudget von 1, 2, 3 Euro. Ja, also sozusagen gehst null Risiko ein und hast sozusagen mit minimalem Budget maximalen Impact. Insofern wäre das eine Strategie, die ich sowohl Profis als auch Anfänger, also kurz gesagt, jedem empfehlen würde, die umzusetzen. Okay, so. Jetzt schaue ich mal, ob ich dich richtig verstanden habe, Rai. Und ich habe das wieder aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin unglaublich visuell und ich brauche immer ein bisschen aufschreiben.
Schritt 1, geh live auf Facebook auf deine Fanseite, biete einen hohen Mehrwert, 15 bis 30 Minuten. Vielleicht am Ende machst du ein Call to Action zu deinem Lead-Magnet. Es geht eben sowieso in diese Strategie um Lead-Generierung. Wir wollen Leute haben, die ihren Namen, E-Mail-Adresse geben, die sagen, die heben ihre Hand sozusagen. Ich sage, ich interessiere mich für das, was du tust, und dieses Lead-Magnet ist interessant. Optionale Schritt 2 ist, dass diese Post boosten, ein paar Euros ausgeben für den ersten Tag, um das, die organische Reichweite, die schon entstanden ist, einfach noch zu erhöhen, mehr Reichweite zu schaffen. Schritt 3, wähle die Personen aus, die das Video zu 50% gesehen haben, und zeige ihnen eine Anzeige zu deinem Lead-Magnet, und es melden sich Leute an. Und ich habe hier einen vierten Schritt hinzugefügt, und das, glaube ich, vernachlässigen viele, nämlich über Zeit wiederholen, nämlich aufgeben. Ich erkläre eine Geschichte dazu. Also diese Facebook-Live-Videos, die ich gerade mache, wo Rai geinterviewt wird oder manchmal, wenn ich alleine bin, die machte ich zwischen Oktober und Januar, zu Beginn alle zweimal pro Woche. Und jedes Mal habe ich ein neues Thema mir einfallen lassen. Ich habe das dann, weil das in der Gruppe gepostet wird, auf meine Seite gepostet und gesagt, komm in die Gruppe, wenn du das Video schauen willst. Und natürlich ist jedes Mal, wo ich ein neues Thema bringe, die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich ein paar weitere Leute dafür gewinne, die das interessant finden und die da reinkommen. Und dann kommt das nächste Thema. Und dann hatte ich eine Pause, weil wir hatten ewig viele Kennenlerngespräche und ich konnte einfach nicht, ich hatte nicht die Zeit, um die Live-Videos zu machen. Das heißt, es ist still um diese Aktion hier, was ich hier gerade mache, geworden. Und in der Zeit sind natürlich so gut wie keine neuen Leute in die Gruppe gekommen. Das heißt, und das ist wirklich das Geheimnis von kontinuierlicher Kundengewinnung, ist, dass du kontinuierlich eine Strategie wirklich konsequent durchführst über längere Zeit. Und das sage ich, das wiederhole ich. Also die Energie, die du regelmäßig in den Markt hinausgibst, wird dafür sichern, dass du regelmäßig Interesse bekommst für dich, deine Angebote und ja, dein Business. Und das ist nicht etwas, was man einfach mal einen Tag macht. Reis, siehst du das ähnlich? Wie ist deine Einstellung dazu? Ja, ja, also total, total. Ja, es fällt mir auch nicht immer leicht, ja, dieses sozusagen kontinuierliche Arbeiten. Also auch gerade, wenn es um Content-Erstellung geht, ja, das ist manchmal schon anstrengend. Aber ich sehe es auch, dass wenn du das einfach, wenn du dranbleibst, das kontinuierlich machst, zum einen erreichst du immer wieder neue Leute, wie du es besprochen, wie du es gesagt hast, aber die bestehenden, dein bestehender Fan, Kundenstamm, wie auch immer, der sieht einfach, dass du, ja, dass du zu deinem Wort stehst sozusagen, ja, dass du Experte für Thema XY bist. Und das unterstreicht das einfach, wenn du jede Woche oder regelmäßig guten Inhalt lieferst oder eben diese Dinge umsetzt, ja. Sehr schön. Also, wir gehen hier und schauen, was die Leute geschrieben haben, und dann machen wir gleich Schluss, weil ich ein Coaching, viele Coachings habe danach und Rai wahrscheinlich auch vieles noch zu tun hat heute. Katharina schreibt, live zu gehen ist immer noch eine echte Herausforderung für sie. Okay, so. Für mich war das auch gruselig am Anfang, live zu gehen. Und ich kann nur sagen, entweder diese Strategie spricht dich heute an oder spricht dich nicht an. Wichtig ist, dass du mitnimmst, es ist einfach. Es besteht aus diese drei Schritte und dann wiederholen. Und wenn nicht Live-Video dein Ding ist, dann finde eine andere Strategie für dich, die genauso leicht in 2, 3 Schritten umzusetzen ist, die zu deiner persönlichen Genius-Zone passt, die du aber konsequent und konsistent umsetzt, auf Facebook oder wo auch immer. Und mehr kann ich nicht sagen als Übung macht den Meister, Übung macht die, schreibt die Universität weg. In meinem Business habe ich gesehen, alles, wo meine Seele mich ruft in eine Richtung, das da zu wachsen und ich dem nachgehe. Und wenn deine Seele ruft, in Richtung live zu gehen, dann wird sie dich rufen und wenn nicht, nicht. Aber wenn sie dich ruft, dann kann ich nur sagen, fang an. Also mit der Zeit wird es einfach diese ganze Scheue, diese ganze Grusel einfach wegfallen. Reis, wie siehst du das? Ja, sehe ich genauso. Und was ich vielleicht nochmal zur Entspannung hinzufügen kann, ja, also wenn man das erste Mal live geht, dann sind vielleicht 2 Leute dabei, ja. Also man ist eh fast alleine und insofern sagen, das spielt eigentlich keine Rolle, sagen, keine Ahnung, egal wie es läuft, es sehen eh nur 2 Personen, ja.
Und insofern, man kann es ruhig einfach mal ausprobieren und beim zweiten Mal geht es schon leichter und sagen, man wächst dann langsam rein. Ja. Ja, das ist so wichtig, dass du das sagst, auch zur Entspannerei, weil ich weiß noch am Anfang, zurück in 2010 und 11, wo ich meine erste Webinare gehalten habe, ich war teilweise mit unter 10 Leute drin und zwar über Jahre hinweg. Also ich bin wirklich aber jeden Monat trotzdem aufgetaucht, jeden Monat zweimal sogar in einem Jahr und habe einfach diese 10 Leute bedient, als wären es 100. Und wenn nur eine Person aufgetaucht wäre, ich wäre auch so genauso aufgetaucht. Und ich glaube, das ist das Commitment zu deinem Thema, zu dir, zu deinem Business, zu deiner Zielgruppe, ist, dass du mit vollem Herzen auftauchst, auch wenn am Anfang weniger Leute dabei sind und dass du das zum Wachsen bringst. Ja. Ja. Rai, wo findet man mehr über dich, über deine wunderbare Arbeit? Wie kommt man in deine Liste, in dein Trichter sozusagen? Also mich findet man über viele Wege, also auf meiner Webseite natürlich, raibaumeister.com. Ja, oder natürlich findet man mich auch auf Facebook, Rai Baumeister. Da kann man mich auch gerne kontaktieren per Messenger oder Instagram. Also überall Rai Baumeister, nicht schwer zu merken. Ja. Und Rai ist eine Abkürzung von Reinhard, das heißt, es wird buchstabiert R-E-I, für diejenigen, die das noch nicht wissen. Und Rai, ich spüre eine riesige Dankbarkeit, dass du heute so viel Zeit für uns genommen hast und dass du aus meiner Sicht das so einfach dargestellt hast. Das ist für mich Simple Business. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich danke dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann sehen wir uns bald in unserer Zusammenarbeit. Ich freue mich. Ja. Tschüss zusammen, habt einen schönen Tag und bis nächste Woche mit was auch immer Thema. Ich weiß noch nicht, was wir nächste Woche besprechen, aber wir machen sicher noch das nächste Thema in der Reihe Simple Business Serie. Bis dann. Ja. Tschüss.